Daddy, was ist ein Ausnahmezustand? Herzlich willkommen zu Die Filmfabrik. Heute wieder nicht mit dem Dominik, sondern mit mir, der zweiten Urlaubsvertretung, dem Izzy. Und ich war für euch in World War Z, der am 27. Juni in die Kinos kommt. Wir reden hier vom Ende der Menschheit. Ich will euch nicht verlassen, aber ich muss jetzt gehen. Ich beschütze unsere Kinder. Aus dieser Einrichtung wurde ein Memo geschickt. Offensichtlich hat es bei euch keiner gelesen. Falls ich es nach Russland schaffe, wo fange ich an? Russland ist ein schwarzes Loch. Ich brauche Antworten. Ja, der Film hält nicht viel von langen Einleitungen. Gary, gespielt von Brad Pitt, ist unterwegs mit seiner Familie auf den Straßen Philadelphias und schon nach kurzer Zeit bricht die Zombie-Epidemie aus. Zombies attackieren die Menschen und die ganze Stadt. Aber Gary, der ehemalige UN-Spezialagent ist, schafft es, seine Familie auf ein Boot zu retten. Und um die Sicherheit der Familie auf diesem Boot zu gewähren, muss Gary wieder als Spezialagent arbeiten und dieser Zombie-Epidemie irgendwie entgegenwirken. Der Film beinhaltet die meisten typischen Zombie-Szenen, die man sich so vorstellt. Das heißt dunkle Gänge, flackerndes Licht, Zombie-Geschrei aus dem Hintergrund. Man weiß nie genau, steht ein Zombie hinter der nächsten Ecke. Außerdem ist es nicht nur ein Zombie, nicht zwei Zombies, sondern es sind natürlich wieder Milliarden Zombies auf der ganzen Erde verteilt. Man erschreckt sich auch das ein oder andere Mal, aber auch wenn es sich vielleicht so anhört, ist das Ganze kein Horrorfilm. Der Film wurde getrimmt auf eine geringe Altersfreigabe. Das heißt, es ist kein wirklicher Blutsplatter-Film. Sondern in den wirklich brenzlichen Szenen wird quasi das Eigentliche nicht wirklich gezeigt. Es spritzt kein Blut und deswegen ist der Film in Deutschland ab 16 und in den USA sogar ab 13 freigegeben. Wer sollte sich das Ganze anschauen? Anschauen sollten sich das vor allen Dingen Zombie-Fans, aber auch Action-Fans, denn es ist kein typischer Zombie-Film, sondern mehr ein Hollywood-Blockbuster. Und außerdem sollten sich das Leute anschauen, die Fans von Brad Pitt sind, denn der ist quasi die ganze Story von Anfang bis Ende im Mittelpunkt. Nicht anschauen sollten sich das Leute, die besonders viel Wert auf Realismus legen, denn Zombies sind jetzt nicht unbedingt das Realistischste, was man sich so für die Zukunft vorstellt. Außerdem finde ich, ist die Story jetzt nicht so einzigartig oder was Besonderes. Viele Sachen sind meiner Meinung nach schon vorhersehbar und hat man so schon gesehen. Ich gebe dem Film, und jetzt bitte nicht schlagen, nur 5 von 10 Punkten, da die Ansätze, diese Zombies zu stoppen, nichts Besonderes sind. Man kennt es wirklich aus anderen Filmen. Es ist keine Szene da, wo man sich denkt, boah, das ist eine super Idee, die Zombies zu stoppen. Nein, man hat es irgendwie alles schon mal gesehen. Aber was will man auch erwarten, wenn 3-4 Millionen Zombies oder Milliarden Zombies die Erde erobern? Da bleibt einem natürlich auch nicht so viel übrig in diesem Genre, da irgendwelche Lösungsansätze zu finden. Deswegen haut einem die letztendliche Lösung meiner Meinung nach nicht wirklich aus den Socken. Und ich bin auch Fan von Realismus und da kommt die ein oder andere typische Hollywood-Szene, wo man sich überlegt, war das jetzt wirklich zu überleben? Da muss man dann schon das ein oder andere Auge zudrücken. Deswegen von mir harte, aber es ist wirklich nur meine Meinung, 5 von 10 Punkten. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin jetzt auch kein Filmkritiker oder jemand, der sich so krass mit der Materie beschäftigt. Ich habe trotzdem mein Bestes gegeben und wenn euch das gefallen hat, dann gebt dem Ganzen noch einen Daumen hoch. Ansonsten auf keinen Fall einen Daumen runter geben, denn Dominik kann ja auch nichts dafür, was ich hier gerade mache. Ansonsten gibt es oben links noch die letzte Film-Review. Unten links könnt ihr diesen Kanal abonnieren und wenn ihr euch fragt, wer ist das da eigentlich gerade vor der Kamera, dann lest doch die Beschreibung. Da ist der Link zu meinem Facebook-Profil und zum YouTube-Kanal, wo auch Dominik eine große Rolle spielt. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran. Soll das so lassen? Ja. Ja, okay.